bei mir. Du willst deinen Hund erziehen, ohne dass es wieder zum puren Stress für dich und deinen Hund wird? In diesem Video zeige ich dir eine Übung, die du ganz einfach in deinen Alltag einbauen kannst. Geht los! Go! Ich bin Dogma, herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. In diesem Video zeige ich dir eine Übung, die du bei jedem Spaziergang einbauen solltest. Und zwar, gerade wenn du die Hunde hier im Freilauf hast, ist es wichtig, dass du die Hunde immer wieder zu dir ranholst und neben dir laufen lässt. Ich zeige dir das einfach mal. Erstmal haben sie Freilauf. Ich sage nichts. Ich gehe jetzt hier ein paar Meter. Und bis die das gecheckt haben, dass die eigentlich jetzt so ein bisschen den Radius um mich herum verlassen dürfen. So mache ich einen kleinen Bogen, dass du mich jetzt wieder siehst von vorne. Und die schnuppern jetzt. Ah ja, Silver hat schon was Aufregendes. Und jetzt einfach mal währenddessen holst du die Hunde ran. Ah, gut, sehr gut. Also, der Kleine haut auch ab. Die sind doch immer noch im Radius, die buddeln jetzt da hinten. Und jetzt haben wir praktisch auch noch eine große Ablenkung und holen die Hunde ran. Hier bei mir! Dafür kriegen sie natürlich auch Lob. Fein! Und was zu essen. Alle sind jetzt heute ein bisschen auf Mausejagd. Hier ist wild und schwer was los. So, aber wichtig ist, die Hunde, wenn du jetzt das Gefühl hast, die preschen nach vorne wieder, wenn du die gerufen hast. Dann ist es wichtig, gerade wenn vorne die Ablenkung ist, dass du vielleicht nicht gerade nach vorne weitergehst. Ich zeig dir das mal. Hier bei mir. Fein. Rocky, hier bei mir. Sitz. Weil der Reiz nach vorne hin ist jetzt zu groß. Das kann ich dir jetzt nicht zeigen, dann würden sie immer nach vorne abflöten. Das wäre praktisch nicht im Sinne des Erfinders. Theo, jetzt musst du dich einfach ein bisschen aufpassen. Genau. Theo, hier bei mir. Und wir gehen einfach in die andere Richtung. Rocky, hier bei mir. Prima. Jawohl. So, super. Theo, hier bei mir. Genau. Und das übst du in jedem Spaziergang. Ich darf nicht reden. Du siehst, wenn man raus ist aus der eigentlichen Konzentration zum Hund, hauen die Hunde ab. Also wichtig ist, wenn du ein Training machst, dass du dich auch mal konzentrierst. Ich hole den Theo jetzt einfach nochmal ran. Wir gehen nochmal eine kleine Schlaufe und dann darf ich einfach mit dir nicht reden. Machen wir gleich nochmal. So, jetzt holen wir den kleinen Theo ran. Prima! Theo, hier bei mir! Und immer erst rufen, wenn er auf dem Weg zu dir ist, wenn er noch ein bisschen jünger ist. So wie mein Theo hier mit seinem Jahr und seiner Pubertät. Kriegen natürlich alle was zu essen. So. Dann gehen wir nochmal den Weg und diesmal mit Konzentration. Theo, auf Theo. Und wenn du denkst, ist mir zu heikel, dann nimmst du einfach kurz mal den Hund, der so ein bisschen stört oder der sich nicht so richtig konzentrieren kann, an eine Leine. So. Silver hier bei mir. Rocky, hier bei mir. Ich sage ja, Kasperkopf. Er geht lieber im nassen, kalten Graben spazieren. Alle noch da, ja oder weniger. Jawohl. Ja, prima, Theo, fein. Theo ist fein. So, nehmen wir ein bisschen Futter. Jawohl, hat er sich was verdient. Genau, die anderen nicht so. Gleiches in Grün sozusagen. Wir gehen einfach im Freilauf ein Stück weiter. So, hier ist eine große Pfütze. Kann ich gleich umdrehen. Silver hier zu mir. Er buddelt schon wieder nach Mäusen. Theo, prima.
bei mir. Prima, jawohl, prima. Rocky, hier bei mir. Ja, Theo, hier bei mir. Ja, ein Kuhfladen, lecker, lecker. Jawohl. Okay, prima. Drehen wir wieder um. Hier bei mir. Jawohl. Jawohl. Prima. Okay. Super. Okay. Jetzt drehen wir einfach nochmal um. Jawohl. Ja, komm. Jawohl, Silva. Wenn du mehrere Hunde hast, dann kannst du das auch gerne einzeln üben. Also sprich, Rocky, komm mal hierher. Es reicht auch, wenn einer neben dir läuft. Wenn du den Namen vorsetzt. Ich mache das so, wenn ich den Namen nicht vorsetze, dann sind alle gemeint. Hier bei mir. Wenn einer jetzt ausbricht, dann wird er natürlich mit dem Namen angesprochen. Prima. Rocky, hier bei mir. Jawohl, war ein bisschen noch zu weit. Hier, prima. Hier bei mir. Theo, hier bei mir. Prima. Jawohl. Super. Ja, super. Jawohl. Prima. Hier bei mir. Jawohl. Und wenn sie es so schön gemacht haben, kriegen sie auch mal zwischendurch was zu essen. Das ist ja immer Highlight. Jawohl. Kriegen sie auch was Gutes, was sie sonst vielleicht nicht so kriegen. Zack. Zack. Jawohl. Bisschen was zu knabbern. Okay. Und dann, okay. Mit dem Okay haben sie jetzt Pause. Da müssen sie mir jetzt nicht mehr am Hintern kleben. Und du siehst, es ist ganz einfach. Mach das immer wieder im Freilauf, bis es sitzt. Ja, immer ein paar Meter kannst du wieder freigeben. Dann machst du wieder ein paar Meter, dann kannst du wieder freigeben. Alles mit viel Geduld und mit so ein bisschen auch Konsequenz dabei. Und du siehst, irgendwann wird es so sein, dass die Hunde einfach den Radius nicht mehr verlassen. Und wenn sie ihn denn doch mal verlassen, viel besser ansprechbar sind, als wenn du es nie übst. Also immer nur übst wahrscheinlich, wenn da gerade eine Ablenkung kommt. Ja, du siehst von Weitem den Hasen und dann, oh, dann heißt es aber jetzt schnell den Hund an oder einen Fremdhund. Und das merken die Hunde dann und dann kommen die natürlich nicht. Guck mal hier. Also halte deine Hunde immer schön im Auge, ja, damit du die Gedanken lesen lernst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Üben. Und schau bis DogmaTV. Ciao. Zum Schluss vom Video wollte ich mich noch mal ganz recht herzlich für all eure Superthanks bedanken. Wir haben schon an die 250 Euro fürs Tierheim gesammelt. Wenn ihr noch Lust habt, weiter zu sammeln, ich habe die ganze Sache jetzt ein bisschen visualisiert, kann man sagen, mit so einem kleinen, süßen Herzanhänger mit einem Hundepfötchen. Da steht noch Best Friends. Der soll dich daran erinnern, an die Fortschritte mit deinem Hund, an den Erfolg mit deinem Hund. Und wenn es mal nicht so klappt, dass du siehst, hey, ist halt dein Hund und nicht jeder Tag ist gleich und dass du halt auch fair bleibst. Und wie gesagt, er soll dich irgendwie an das Schöne mit dem Hund erinnern. Ich habe es mir gleich an die Hundepfeife gemacht. Ich zeig dir den mal. Also der ist wirklich ganz niedlich. Wenn du den haben möchtest, dann kannst du mal den Link in der Beschreibung checken. Der passt halt überall ran. Dann kannst du da eine Kette machen, dann kannst du dir einen Schlüssel machen oder so, dass du beibringst, dass du immer dabei hast, so ein bisschen als kleinen Glücksbringer. Ich finde den ganz süß und würde mich freuen, wenn du das Herzchen auch bald trägst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis bald, deine Dogma. Ciao. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.